Ja, hallo, willkommen zur nächsten Runde. Und zwar sind wir jetzt im Halbfinale. Bei 7 Teams geht das ein bisschen schneller. Aber es war ja so geworden, es war einfach nur ein Testturnier. Und wir sind im Halbfinale. Ich gucke mir jetzt das Spiel an von der, lass mich nicht lügen, die Fischer gegen die Schutzzwiebel wird das. Und die Fischer waren eigentlich das Team, was wir eben gesehen haben, was weniger Level hatte und sich dann auch noch für die NATO entschieden hat. Wo ich direkt dachte, haha, Anfänger, ganz klar. Aber hat sich herausgestellt, vom Gameplay, was ich gesehen habe, denke ich zumindest ganz sicher, ich muss die gleich nochmal fragen und ich habe das aber eben auch im Chat so ein bisschen mitbekommen, dass das aber wohl erfahrene Wargamer sind, zumindest einer von denen, aber wahrscheinlich sogar beide. Und das merkt man halt auch, dass sie sich zu Recht wohlgefühlt haben in dem Spiel. Ja, und die spielen jetzt gegen die Schutzzwiebel und dann gucken wir mal, wie sie sich da durchsetzen werden. Und dann gibt es halt Finale machen wir danach und dann ein Spiel um den dritten Platz. So, hat was länger gedauert, das zu finden, das Spiel. Der Kamerad hat das nach einem Namen benannt, den ich nicht finden konnte, weder im Discord, noch als Teamnamen, noch als irgendwas. Er hat es ein bisschen spannend gemacht. Aber schon gewollt, dass die Leute, dass man dazu guckt. Das war ja so abgesprochen, deswegen haben die auch Spectate alle angemacht. So, die Maps wieder seitlich gedreht, aber so kann ich mir kein Spiel angucken, dann kriege ich die Krise. So, welche Map haben wir denn hier vorne? Ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Dings die gemacht haben, welche Fraktionen die gewählt haben. Jetzt sehen wir es allerdings zum ersten Mal. Also ein Team von eben wurde jetzt in den Red vorgezwungen. Die haben DDR und Russland gewählt. Und die Gegner sind halt NATO. Da kenne ich den wohl leider nicht auswendig, aber ich glaube, das ist das neue und das eins der alten Decks. Da steht sogar eine 5. Panzerdivision, 2. Panzergrenadiere. Ah, ja, mal die Mutter. Ihr wisst schon. Also das sind auf jeden Fall NATO und Russland und Dings hier. Oder Strelski. Also ich denke, dass das das Infanterie-Deck sein wird und das sowieso Infanterie-Deck. Also sehr übertrieben infanterielastig das Spiel wahrscheinlich. Wobei eine Panzerdivision, also der einzige, der eine Panzerdivision spielt, der Kohlwurzelmann. Ja, die Map, die habe ich glaube ich seit der Beta nicht mehr, also Beta quasi, seit dem Beta Early Access Release-Tag gesehen. Die spielt man halt, wir spielen auch alle mit 3 gegen 3, 4 gegen 4. Und da kenne ich ja eigentlich nur sehr, sehr unzureichend. Aber scheint eigentlich sehr straightforward. Da gibt es einfach nur 2 Sektoren. Also klar muss man die Seiten nochmal holen. Aber eigentlich ist die Front hier vorne, wo die 3 Sektoren sind. Also ein bisschen gerader in den Tunnel. Fallschirmjäger-Eröffnung. Vielleicht ein bisschen verwirrend von den Namen, aber das ist dann DDR hier. Ne? Weil das auch Fallschirmjäger sind bei der DDR. Also der will dann wahrscheinlich auch wieder einfach in die Städte ein bisschen laufen. Hier wird ein bisschen heftiger in Infanterie investiert am Anfang. Fallschirmjäger jetzt sehr beliebt. Ich bin ja ein großer Freund davon, wenn ich vermute, dass die Gegner sowas machen, und das würde ich jetzt bei allen vermuten, dann sieht man auch in der Deckwahl ein bisschen. Wenn jemand das neue Deck hat, dann sind ja die Fallschirmjäger auf beiden Seiten drin. Würde ich einfach eine Bombe draufschmeißen. Ganz ehrlich, das ist so wäre meine Strategie. Also es ist ja schon bei jedem Deck eigentlich so, dass man Reconnaissance-Infanteristen reingebracht hat. Viele machen das ja so ganz gerne. Ne? So sieht man hier auch sehr stark auf beiden Seiten. Und bei den neuen beiden Decks ist das halt auf jeden Fall so, dass die Fallschirmjäger jetzt halt dabei sind und dann bringt man die da rein. Und von daher, gerade weil auch beide neuen Decks Billigbomber haben, HE-Bomber, ne? Gina und überhaupt ist das DDR-Namen vergessen, aber er hat ja auch so einen Billigbomber für 60. Einmal Bombe drauf, Ruhe im Pott oder einen Hubschrauber hinschicken oder so. Das wäre so meine Idee. Man sieht schon, wir sind hier im Halbfinale mit einem etwas besseren Absprachen. Also hier wird ganz klar gesagt, welche Häuser anvisiert werden von beiden Seiten wohl. Das scheint ein bisschen besser koordiniert jetzt hier zu werden. Es geht ja um nichts, aber der eine Spieler hat es eben gesagt, er ist trotzdem nervös gewesen. Und es ist ja dann wirklich so, also auch wenn das jetzt einfach nur ein Fun-Turnier ist, ne, so nebenbei, ist es so, man bereitet sich halt vielleicht ein bisschen drauf vor, überlegt sich so ein bisschen die Decks aufeinander abzustimmen, das ist ja schon mal ein Spaßfaktor per se. Ne? Und wenn es dann wirklich zu dem Turnierspiel kommt, man weiß, dass ein Spiel, dann wird man aus so einer Liste gekickt oder eben nach oben geschoben. Und so albern es auch ist, das setzt einen ein bisschen unter Druck, ein bisschen Stress, aber es gibt halt diese Aufregung, die dem Ganzen den Pep halt verleiht, ne, wenn man halt der entsprechende Spieler für sowas ist. Also Turnier hat einfach nochmal was extra dafür sich. Und dann sind da wieder einfach nur ne, 20 Mann oder so, die dann in Discord kommen und dann, wie eben, habt ihr das Spielerkommentar vielleicht ein bisschen gehört, dann über das Spiel reden, alle nett zueinander. Und das macht es einfach ja, es ist eigentlich so ein bisschen ein Erlebnis. Also es ist jetzt klar, ne, sicher so ein Fußballspiel geht mit Sicherheit, aber es ist schon ein nettes Erlebnis für einen Sonntagnachmittag. Ich mag diese Ereignisse tatsächlich. Ich muss mal gucken, wenn die Nachfrage so bleibt, dass wir das vielleicht auch mal öfter machen. Ist nur schade, dass ich da nie mitspielen kann. Man kann ja nicht Carsten mitspielen gleichzeitig. Aber es macht auch Spaß, einfach in die Spiele reinzugucken.
Und ich habe schon überlegt, wenn es halt Mods irgendwann gibt, die sinnvoll sind. Im Moment gibt es sowas wie dreimal Nachschub oder keinen Tank mehr oder so. Also wenn es wirklich sinnvolle Mods gibt, dass man vielleicht auch mal Mod-Turniere macht, ne? Was immer die da anbieten. Das könnte auch witzig werden. Ja, also hier sieht man schon mal ganz fett auf jeden Fall das Investment hier vorne in Early Infantry. Also die wollen in die Stadt da rein. Die gehen davon aus, dass das die Stadt der Gegner ist hier oben. Ne? Das ist halt ist wieder farbvertauscht des blauen Teams auf jeden Fall ist. Und die wollen halt schnell da rein, um das zu contesten offensichtlich. Also das ist hier, ne, die eBay-Großanzeige. Die möchte ganz gerne die Stadt haben. Aber wie gesagt, wenn man so viel reinbringt, das wird vom Gegner gespottet, dann kommt der Bomber. Das könnte sehr teuer für ihn werden. Der eine Gepard-Panzer für die gesamte linken Frontabschnitt, da kann man nur hoffen, dass sie noch einen Jäger haben. Zumal vom Namen her, der auch scheint auf der rechten Seite eher zu sein oder mittig. Also im Moment würde ich vermuten, wenn wirklich nur hier vorne die Großanzeige mit dem, was ihr gerade seht, nach links geht und der Gepard vom Namen her auf die rechte Seite geht. Oder war das? Ah, nee, Großanzeige, ich habe jetzt nur hier unten die Kohle gesehen. Nee, der Gepard ist die linke. Aber ein Gepard ist trotzdem nicht so episch viel, um diesen ganzen Blob zu beschützen vor Bomber-Spam. Also es könnte gefährlich werden, was er davor hat mit der schwachen Flugabwehr. Aber vielleicht hätte er noch einen Jäger, man weiß es nicht. Der geht ja links hin. Dann hier vorne auch Infanterie, Panzer. Ähnliches Setup wie eben. Es hat er allerdings, also bei dem anderen Team eben. Allerdings hat er einen Jaguar 2 dabei. Das ist ja ungewöhnlich. Raketenwerferpanzer. Das ist wieder dasselbe Problem wie bei dem BMP-3. Ne? Man müsste halt eine optimale Feuerdistanz für den finden. Bei der Pferd könnte das ein bisschen einfacher sein. Das sieht so ein bisschen nämlich so aus. Den kann man wahrscheinlich im Center nur, also wenn er hier vorne ist, ne, ist ganz gut. Dann kann man halt überall hinballern. Es ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber das ist der vierte Strich, glaube ich. Vierte bis fünfte Strich eben so ein bisschen sinnvoll. Also der könnte schon, wenn er hier steht, ordentlich da rausballern überall. Aber wer wird denn hier mit Panzern rausfahren? Der musste dann sichtbar werden, der Panzer an dieser Hecke. Also er könnte funktionieren hier tatsächlich, der Jaguar. Aber eben nur hier, ne? Der Stadtkampf überhaupt nicht und da rechts ist ja nichts. Also wenn man den hier in diesem Bereich so ein bisschen einsetzt, ne? Hier so. Das könnte funktionieren. Wäre trotzdem kein Freund von dem Ding. Ich hätte lieber einen echten Panzer dabei. Gut, drehen wir mal die Karte rum. Oh, die Jäger kommen im Helikopter. Das ist also auch hier, wollen die quasi schnell in die Stadt der gegnerischen Seite. Das ist ja näher auf der Gegnerseite. Also auch die wollen Druck auf die Gegnerseite machen. Hier bringen sie ein Komment rein. Das ist, ich will nicht sagen größenwahnsinnig, aber sie gehen davon aus, dass sie ihre Seite so 100% sicher haben. Da ihre Seite aber stark an der Mitte ist, das sind ja keine Sektoren, die wirklich an den Flanken sind, ist das jetzt ein bisschen ambitioniert, könnte ich mir vorstellen. Da ist ja auch gar keine Deckung. Also die Gruppe gleich da durchpanscht und der Bomber löscht niemals alle gleichzeitig aus. Ein paar werden immer überleben. Also der Komment, der ist wahrscheinlich schon tot und weiß es nicht. Also vielleicht hat er ja Glück, aber das sieht sehr gefährlich aus. Das ist ja eine super Rumpfmannschaft. Und die kommen wirklich dick da rein und das kein Support und gar nichts. Und der hat ja keinen Hubschrauber. Also, wenn das ein Recon-Hubschrauber wäre, dann würde er halt, wenn er jetzt hier hochfliegt, würde er die sehen und könnte ihn zurückziehen. Mit dem Fahrzeug sieht er dann erst, wenn es zu spät ist, vermute ich. Die Verstärkung kommt schon, aber ist die Frage, ob der Komment so lange überlebt. Er muss ihn zurückziehen. Hier haben wir die Flugabwehr der Russen hier, das sind ganz dicke Geschütze. Also, er hat richtig heftig investiert, um sie zu beschützen und das gegen Hubschrauber wahrscheinlich. Also, hier rechts wird das mit den Bombern schwieriger, auf der roten Seite einen Bomber-Support durchzuführen. Wenn hier links, der will einfach mit seiner Eröffnung da rein einmal in die Stadt und fertig. Ich glaube, dass er hatte eben im Kommentar, sogar zu zweit hier, eben, glaube ich, in seinem Kommentar gesagt, dass der manchmal ganz gut ist, einfach den Komment nur zu töten und dann nicht mehr in die Front zu beackern. Und das ist wahrscheinlich auch die Strategie ein bisschen. Tun einmal ein All-In machen und den Gegner halt die ganze Zeit ablenken, dann gehen die beide nur noch rechts, könnte ich mir vorstellen. In der Hoffnung, dass sie denken, das wäre noch mehr, als da eigentlich war. Wird man die falschen Mega-Hubschrauber mir gerne angucken. Die sind hinter den Transportern, aber die überholen die mit der Zeit. Es dauert halt nur wirklich ein bisschen, ne, die einzuholen. Also weiß nicht, ob das so episch ist. Die Frage, ob die jemals schneller rankommen. Da ist ein Fernspeer. Das ist immer gut, wenn man dann Lux oder das Ähnliches hat, wie da links ist. Bam, bam, bam. Hubschrauber schießt. Super. Haben sich beide angeschossen. Der Schaden war auf beiden Seiten eigentlich vernachlässigbar. Man muss wissen, wenn man Hubschrauber abknallt, Moment so, dass die Infanteristen 100% einfach rauskommen. Das ist ein bisschen albern, für sie noch patchen. Er setzte den hier aus, aber am Boden wäre er genauso schnell da gewesen. Nur am Boden wäre gegen den Lux wahrscheinlich gestorben. Von da hat es sich jetzt gelohnt, auch wenn es nicht so schnell war. Hier ist der andere Fallschirmjäger. Aber er ist nicht in der Stadt, er ist noch in den Außenwäldern davon. Die Sicherungstruppe, hier sieht man auch sehr preiswert. Ne? Einfach nur mit dem G raus auf das Feld ballern kann. Und wahrscheinlich wird es sogar jetzt reichen. Zwei Sicherungstruppen gegen den Jäger wird wahrscheinlich reichen. Es sei denn, das Rocket Pod hämmert jetzt da rein. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Die Transporter kriegt man nur schwer tot mit dem Rocket Pod. Besser ist, das Feuer abzuwarten, bis die aussteigen.
Man kriegt die nur selten abgeknallt. Es sei denn, man hat genug Firepower in Summe. Das ist die Einsatzgruppe. Hinterhalt. Oh, jetzt werden die Gemachsager. Aber das sind Sicherungstruppen, also die kosten halt nichts. 25 das Stück, ne? Dann noch ein Transporter drauf, ist natürlich unangenehm, aber ist eigentlich zu wenig. Ich sag mal, hier die Hubschrauber mit dem Feuersupport, der andere ist wohl gestorben. Woran denn? Ja, aber hier kommen sie natürlich nicht rein, ne? Also das ist jetzt alles zu hier vorne, alles gesichert, Flammenwerfer. Jetzt kommen allerdings hier die Kampftaucher. Häuserkampf. Die tauchen da jetzt ein. Bam. Ah, also er kämpft auf jeden Fall hart rum und kommt bis von der anderen Seite. Er möchte halt zum Komment durch, vermute ich. Gucken wir mal die andere Flanke an. Komment, hast du das überlebt? Er hat es tatsächlich überlebt, er hat es da reingesetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Spieler hier vorne, seine Truppen hat er hier vorne überall ausgeladen. Also er hat ja ursprünglich mehr an der Front gehabt, aber er hat die wohl nicht reingebracht aus irgendeinem Grund. Ich habe es jetzt leider nicht sehen können. Also wenn er die wirklich nur ausgeladen hat an der Front hier und dann nicht gepusht hat, das wäre komisch gewesen. Die Fallschirmjäger sind ja alle hier, als ob er sie da ausgeladen hat. Aber er hätte eigentlich reinfahren können, hätte ich gedacht. Was ich eben auch schon gesehen habe, hätte es locker schaffen müssen. Schöner Feuersupport. Aber der macht nicht so viel Schaden. Alles im Dreierpack in den Häusern überall. Immer bombenanfällig. Dicke Flugabwehr. Hat noch nicht geschossen. Es kam also noch kein Bomber hier vorne. Oder wurde wieder nachgetankt. Aber das Ding ist ja kaum leer. Das war nur für den Treibstoff. Ja, also rechts ist gesichert. Links ist umkämpft. Aber ist eigentlich auch auf der anderen Seite sicher. Also wirkt sehr ausgeglichen derzeit. Und Ton irgendwie leise. Ich höre einen Feueralarm. Die Flugabwehr wird mittiger gebracht, finde ich einen sehr schönen Move, ne, weil die dann auch links ein bisschen wirken kann. Und sie gibt sogar jetzt hier Feuersupport ab, drüben auf die Infanterie. Das Problem ist nur, dass da gerade ein Leo stand. Das ist eine Schusslücke, das hätte ich echt nicht gedacht, ne? Ich glaube, der Leo realisiert das nicht, weil dann könnte der jetzt einfach nach vorne fahren und da ebenfalls durchschießen. Also der muss halt ein bisschen nach rechts fahren für die Schusslücke. Dann könnte die ausschalten, die Biruschka. AE-Bomber. So eine Bombe geschmissen? Ich habe die nicht gesehen. Pioniere werden da. Ausgeladen da links. Hier ist der Helikopter mit dem Rocket Pod. Panzerfeuersupport. Ohne Raketenwerfer den. Es gibt einen mit und einen ohne. Roland 3, um die Flugzeuge abzufangen. Ist halt noch ein bisschen Staging auf beiden Seiten, glaube ich. Aber man sieht schon förmlich, wie sie die Messer wetzen. Also er möchte jetzt hier links rein, der Jasper, offensichtlich. Und die Sicherungstruppe, die wird jetzt einfach mal geopfert, um zu gucken, ob da schon einer ist. Na, wenn das jetzt ein teurer Infanterist ist und er wird aufgedeckt, dann bam, tot. Und da opfert er jetzt einen preiswerten Zielflugzeug. Der holt sich jetzt den Biruschka, wenn die nicht aus ist. Die kostet 100 das Stück, glaube ich, wenn das nicht geändert wurde. Das wäre dann sehr teuer. Das ist die erste. Ja. Das hat sich jetzt nicht gelohnt, ne? Weil das Ding hat, glaube ich, 200 irgendwas gekostet und das eben, ne, 100. Und das ist so der Klassiker auch so ein bisschen, den ich kenne. Von da bin ich kein Freund von der Seed-Geschichte. Was man machen kann, ist, man kann halt das mit Shift-Taste kann man hier Wegpunkte setzen. Dann lässt ihn da oben hinfliegen, Shift, Klick, Klick, Klick und dann immer eine Klick, 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 immer eine Welle weiter nach vorne. Ja, immer nach vorne mehr. Und wenn sie da nicht außer die Flugabwehr, stirbt die, ohne dass man in Gefahr ist. Das kann man da anstellen, aber auf zwei Flugabwehren reinfahren, das ist halt, ne, das ist immer der Tod von so einem Ding eigentlich. Und da war das jetzt Sieg, blaues Team, Luftabwehr. 100 Punkte mehr auf dem Feld jetzt. Feuersupport, sehr schön. Man kann es halt nicht oft genug betonen, wie gut Feuersupport ist, wenn er in der richtigen Position steht. So, hier vorne steht er jetzt. Ich habe gedacht, dass er den Angriff staged, aber das sieht noch so aus, ob er auf irgendwas wartet. Ich meine, es ist auch sehr dünn und man sieht den Feuersupport da oben. Das ist jetzt brutal, wenn er da auf dem Feld geht. Ungewöhnlich, dass der Jaguar hier steht. Der hat gar keine Feuerreichweite hier vorne. Also das ist meiner Meinung nach massiv zu wenig. Und also, da, also hier in der Mitte könnte er mehr wirken auf diesem Feld, ne, hier. Also hier wirkt er auch nicht, weil die halt unsichtbar rausschießen können. Aber das wusste er ja nicht, dass da kein Panzer steht. Ich hätte ihn einfach nicht geholt, den Jaguar, ganz ehrlich. Infanteriekampf im Wald, Fallschirmjäger gegen Grenzer und Motorstrelski oder Motorstrelki. Manche sagen Streliki aus irgendeinem Grund, aber also wenn das halt so gelesen wird, wie es da steht, dann Motorstrelski, hätte ich gesagt. Naja, der massakert jetzt einfach alle. Ja, also der tötet die wirklich komplett, die Truppe hier. Wieder 100 Punkte zum Teufel.
Also das ist dann schon 200 Punkte Unterschied, den ich jetzt zumindest sehe fürs blaue Team. Nee, Quatsch, das ist ja andersrum von der Farbe. Und da kommt jetzt der E-Bomber. Oh, die hat gesessen, die Bombe. Ist halt eine kleine, ne? Aber hat ja zwei erwischt. Also tatsächlich sieht das hier gut umkämpft aus von beiden Seiten. Also das ist noch ausgeglichen. Keiner traut sich so richtig einen Angriff zu machen. Also sie proben aber beide, was ja eine schöne Geschichte ist. Ne? Also auf beiden Seiten wird ja geprobt von beiden Seiten. Ne? So dass nicht wie beim letzten Spiel ist, dass einfach eine Front, obwohl da keiner steht, nicht mitmacht, dann der Mitspieler eben dann 1 gegen 2 ist. Das haben wir jetzt hier nicht. Das macht wirklich diesen Unterschied auch eben aus, denke ich. Also es ist wirklich die Frage, ob man die richtige Strategie hat. Und die richtige Strategie ist immer zu gucken, dass man auf Tuchfühlung geht. Wenn da keiner ist, ist man durch. Ja, die ganzen Häuser sind halt zu. Vergesst Flugabwehr auszuladen. Wir müssen es halt trotzdem sagen. Also dieser Häuserbereich hier, BMP-3, Feuersupport, da fehlt jetzt ein Panzer. Ne? Die schießen jetzt einfach hier ganz brutal raus. Also das ist ein bisschen viel. Zwei BMP-3, die umsonst auf die Infanterie auf dem Feld schießen, das darf natürlich nicht passieren. Das ist wirklich Killer. Wie gesagt, hätte man jetzt einfach einen Panzer gebraucht hier irgendwie in den Seiten. Das ist auch so ein Ding, was ich oft beobachte, dass die Leute eben zu wenig Panzer bauen. Ich glaube, das liegt oft daran, dass sie zu den Infanteristen diese teuren Transporter nehmen, die ich alle scheiße finde. Und dann fehlt natürlich das Geld, um richtigen Panzer zu haben. Das ist ein einziger Panzer. Das ist einfach zu wenig. Hier ist auch ein BMP-3 mit Feuersupport. Die kommen natürlich jetzt ein bisschen frech nach vorne. Also der Leo könnte die jetzt wegräumen, alle. Raketen. Natürlich ein Leo, der gegen zwei BMP-3 spielt. Die Raketen, die sind jetzt alle daneben gegangen. Da ist noch Milan, muss man sagen. Ja, aber die BMP-3 ist, einer ist tot, der andere ist schwer beschädigt. Panzer eben. Also man sollte immer einen Panzer haben an der Front. Immer. Also es gibt keine Schuld für nicht Panzer. Wie gesagt, verzichtet auf diese Scheiße da. Diese Transporter mit Waffen und so, das ist alles Käse aus meiner Sicht. Gib lieber einen echten Panzer. Der echte Panzerfeuersupport reicht auch, um die Infanteriekämpfe zu gewinnen. Der gewinnt dafür den Rest der Kämpfe dann dazu. Hier fehlt jetzt ein bisschen die Infanterie, aber er konnte natürlich auch keiner abziehen hier. Ne? Jetzt kommt auf der nächsten Seite der Push hier rechts, ne, auf Infanteristen. Panzer wieder. Will auch vorrücken. Der BMP hat noch einen Lebenspunkt. Reicht trotzdem, den ganzen Angriff zu massakern. Der Panzer hat irgendwie keinen Schusswinkel. Der müsste ein Stück nach vorne fahren. Der hat nur Autofeuerbefehl gegeben. Man müsste den manuell rausfahren, damit er den abschießen kann. Es kann nicht sein, dass der gerade die gesamte Infanterie massakert, während der aufs Haus schießt. Also der tut mit einem Treffer einen töten, während der jede Sekunde wahrscheinlich 4 oder 5 tötet oder so. Also es kann nicht sein, dass er den BMP umsonst auf seine Infanterie schießen lässt. Der muss dann rechts rausfahren. Da fehlt das Micro an der Stelle ein Stück weit. Dass er nur Feuerbefehl gibt, das nicht Micro. Den müsst Micro bei sowas. Also das hier vorne, das ist brutal. Den Kampf hat er eigentlich gewonnen, hat aber wegen dem Micro leider dann doch abgegeben an seinen Gegner. Nächster Infanterie-Block gestorben an die falschen Jäger. Da kommt gleich sicher wieder der Bomber. Da kommt Infanterie-Nachschlag. Wir drehen mal auf die blaue Seite rum und gucken links. Ja, hier links passiert im Moment nichts. Der macht immer noch der Stage das ein bisschen. Er will gleich von zwei Seiten angreifen und wahrscheinlich, wenn er angreift, nicht eine Bombe beide den ganzen Blob tötet. Das ist auch eine sinnvolle Sache. Aber es macht ihn natürlich auch angreifbar, wenn er jetzt rauspushen würde, was er Gott sei Dank nicht macht. Da ist eine Bombe abgestürzt. Mehr Infanterie. Das Ding halt in dieser Stadt ist halt, dass die sehr eng ist. Ne? Also wenn man, sagen wir mal, die rote Seite würde irgendwie 4 HE-Bomber nehmen, zack, einfach mal drüber ziehen, alles ausgelöscht, komplett und vollständig. Ne? Das war ein Investment, aber dafür hat man den ganzen Sektor inklusive Command ausgelöscht und nehmen die auch wissen, dass er da sein muss oder sonst stehen. Und dann kann man halt den Sektor erobern. Also hier mal kurz einfach mal 2, 3 Ticks, also wahrscheinlich nur 2 Ticks warten und dann durch HE. Jetzt kommt hier ein einzelner Clusterbomber, aber das ist immer so ein bisschen teuer. Also was will er jetzt abschießen? Und weiß er, wo die Flugabwehr steht? Ansonsten, ne, er hat jetzt auch 2, sterben die einfach. Wo geht denn die Clusterbombe hin? Aufs Haus? Ich vermute, wollte den Comment erwischen, hat jetzt einfach mal geraten. Jetzt hat er halt, ich weiß nicht, ob der zweite auch gestorben ist. Der zwar erst ist rausgekommen, aber der teure HE-Bomber ist raus. Ich glaube, der hat nur gebombt zum Raten. Also war wirklich dann, also das hat sich halt nicht gelohnt, ne? Man kann nicht auch gut Glück bomben, das funktioniert nicht. Außer macht halt, wie ich jetzt gesagt habe, 4 Bomber und bombt alles gleichzeitig. Das war jetzt sehr, sehr teuer und die haben eigentlich nichts verloren dabei, die Blauen. So, der Angriff ist am Laufen offensichtlich. Hier auch, da wird so ein bisschen, ne, grob gemacht und dann gibt es keinen Feuersupport, Fragezeichen. Und die Transporter werden abgeknallt, der Jaguar lohnt sich gerade. Das ist natürlich brutal. Ja, der Feuersupport fehlt, ich weiß nicht, ob der schon ausgelöscht wurde.
Aber der Jaguar, der lohnt sich jetzt hier vorne. Der hat schon 7 Raketen abgefeuert. Auf diese Straße, wo wahrscheinlich diese Wracks überall liegen, vermute ich mal. Also, aber das lohnt sich halt nur, weil hier vergessen wurde, einen Panzer hinzustellen oder der ja schon gestorben ist. So, nichtsdestotrotz, jetzt kommt hier der Angriff von der anderen Seite. Ein bisschen Verzweiflung wahrscheinlich auch bei. Da ist eine Faggot bei. Feuersupport besteht aus einem leichten Fahrzeug. Zwei. Ist ein bisschen dünn, der Feuersupport. Ist aber auch nichts, was ihm wirklich auffällt da vorne. Das Problem ist halt, dass die nicht zusammenlaufen. Ne? Also die laufen hier piecemeal rein. Die Symbole sind irgendwie falsch angebracht. Die Pioniere haben eine Satchel. Die müssen ran, um die zu werfen. Bis dahin sterben die aber normalerweise auch oft. In aller Regel solltet ihr das mit Smoke dann unterstützen, damit die alle gegen den Genon-Stop anlaufen. Oder eben alle auf einen Knubbelton, die Pioniere. Das war der Jaguar. Und das macht das rote Team mal halt sehr schön. Die haben wirklich an der Front nur Billigtruppen jetzt erstmal, um den Gegnern Verluste zuzufügen und zu sehen, womit sie reagieren wollen. Obwohl die wirklich viel zum Reagieren haben im Moment. Ne? Das ist ein bisschen dünn. Die Pioniere massakern halt mit ihren Satcheln einfach alles. Der eine hat aber keine mehr. Der ist gestunt, der eine hat keine Satchels mehr. Da ist schon wieder ein Bomber, der daneben gegangen ist. Das ist schon das zweite Spiel, wo alle die Bomber daneben benutzen. Also diese dicken Clusterbomben dürft ihr nicht daneben setzen, da würde ich von abraten. Die haben jetzt gleich keine Munden mehr. Ich würde immer, wenn die gestunt sind, Lowlife sind oder keine Munden haben, würde ich die zurückziehen zum Reinforcen. Die sind einfach zu teuer, um die einfach in den Tod zu schicken. Also die Sicherungstruppe, die da aus dem Haus rausschießt, die kann er ja in diesem Zustand nicht besiegen. Ist ja völlig undenkbar. Ne? Der nächste Clusterbomber, der kam aber jetzt von der roten Seite, vermute ich. Er muss ja, den HE-Clusterbomber gibt es nur auf NATO-Seite. So, da kam der andere HE-Bomber, der ist aber jetzt abgestürzt. Also die Bombenangriffe scheinen noch unkoordiniert auf beiden Seiten. Ich sehe nicht, dass sie zusammen bomben oder Flächenbomben oder gezielt eben die Flugabwehrfeuer ausschalten oder sowas. Der T-55 hat den Jaguar-Kampf gefunden. Zack, und es geht die Rakete daneben. Ja, Jaguar, vergesst die Dinger. Kein Freund für der Scheiße. Und dieser Feuersupport ist sehr episch. Es geht der Komment hier hoch. Ich denke immer noch, die bräuchten mehr Panzer. Da kommen jetzt die Panzer, ne? Auch nur zwei Leos, aber die sind halt, also sind einfach zu gut für sowas. Gut, der ist jetzt geplatzt. Das Problem hier ist allerdings auch, dass da ein bisschen Feuer rauskam. Ne? Da ist ein T-55, hier war einer an der Seite gewesen. Da oben ist noch ein dritter gewesen. Das war jetzt natürlich ein bisschen Unterzahl, muss man sagen. Obwohl die tatsächlich preiswerter sind als die beiden Leos, glaube ich, die gerade gestorben sind. So, er ist in der Stadt drin, hat den Sektor halbiert. Plus 3 für das Comtom, ich kann es nicht aussprechen, Comtom-Com-Team und das Jasper-Team. So, auf der anderen Seite sieht der Angriff der Roten aus. Tatsächlich scheint das, haben die hier einen Foothold in der Stadt inzwischen hier vorne. Ist aber nicht sicher, da kann immer noch eine Bombe runtergehen und hier ist genug Defense, glaube ich. Also hier sind wir, glaube ich, obwohl das ein bisschen weiter ist, ist es immer noch kein Unterschied. Kein entscheidender. Hier der Mutter Strelski, der wurde zurückgemikrot, wenn ich das richtig sehe. Ne, ist 8 Mann, genau, ich habe nur einen gesehen. Außerdem fehlt das Mikro wieder, der muss eigentlich weg bei solchen Kämpfen, der kann ja nicht alle 1 gegen 3 kämpfen. Ja, wo ist denn jetzt die Lage? Also im Moment sieht so aus, dass das blaue Team sehr hart am Winnen wäre. Wir wollen uns ja vorher Support mit Rocket Pods, Clusterbomber für die Leo, 2A3. Ja, der ging nicht ganz da drauf, der hat nur ein bisschen Schaden angerichtet. Je mittiger man trifft, desto mehr Schaden macht die, weil die Clusterbomben überlappen sind, von wo die ausstreuen. Und da ist ganz wichtig, den in letzter Sekunde nicht zu früh, nicht zu spät, sonst fliegen die drüber hinweg, anzupassen. Der hat ihn aber noch kaputt bekommen, was immer das für ein Fahrzeug jetzt hier war. Das war irgendein Panzer, aber es war, glaube ich, kein teurer, oder? Er hat ihn auf jeden Fall noch gefinisht. Okay. Das war natürlich teuer fürs rote Team. Jetzt haben die gerade ihren Komment verloren. Ne? T-55 Flanke. Also ich will nochmal betonen, dass das ein Panzer 45 ist, absolut billig. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Macht einfach mehr Panzer. Die Panzer sind die Könige des Schlachtfelds. Es wird zu oft ignoriert, meiner Meinung nach zumindest. Ja, jetzt plus 6 tickt es inzwischen, also hier wird jetzt gigantisch gemacht an Punkten. Jetzt kommen die Panzergrenadiere rein, um das Ganze zurückzuerobern, aber wir sehen zu wenig Panzer da drin. Ne? Das ist jetzt eine Roland, die abgeknallt wird, weil sie auch von dem T-55 geflankt wird. Der hat ein Comment abgeknallt, der kriegt den Roland vielleicht kriegt er nach die Verstärkung. Also Panzer ist halt Killer in dem Spiel, da fehlen einfach welche auf der anderen Seite. Muss man definitiv nachholen.
Das überrascht mich deswegen, weil das ja ein Panzerdeck hier vorne ist. Das einzige Panzerdeck hat ja quasi die NATO-Seite und trotzdem hat sie weniger Panzer, die in der Front kämpfen. Da kommt der nächste Comment, aber man muss ihn auch irgendwie an die Front bringen. Man sieht halt auch keine Panzerverstärkung. Ne? Der schickt Infanterie um Infanterie nach, aber es gibt hier jetzt schon fast keine Häuser mehr, wo man die reinsetzen kann. Also, wenn man die Infanterie hat zum Screen, sollte man danach auch Panzer haben, denke ich. Naja, und der T-55, der könnte jetzt eigentlich die Straße ein bisschen in Beschuss nehmen. Und macht das auch. Das sah komisch aus, der Schuss. Ja, zack, tot, samt Infanteristen. Das ist sehr brutal, was er da unten macht, der Panzer, ne? Also der Herr Mohr, der räumt da auf gerade. Da ist auch eine Schilka. Das ist eigentlich keine schlechte Position. Ich weiß nur nicht, warum sie den nicht abknallt. Ist die aus, die Schilka? Ist aber an. Keine Ahnung. Wollte er eigentlich erwischen können. Er hat keinen Winkel. Da muss er mal kurz um die Ecke fahren oder so. Da kommt jetzt ein Panzer. Das ist aber ein Fehler. Ja, der ist zu teuer, der Panzer da oben. Der wird einfach nur wieder geclusterbombt, wenn er kommt. Lieber zwei Mediums. Und die reichen ja auch für den T-55. Also, der tut den T-55 ja 10-mal penetrieren. Das ist ja völlig, ne, albern zu viel dafür. Und der zwei Mediums hätte noch mehr Feuersupport für die Infanterie gegeben. So, die beiden T-80B hier. Auch schön dabei und schießen jetzt zu Brei hier vorne. Man sieht halt wirklich den Panzerunterschied, was wie gesagt ungewöhnlich ist, weil wir, soweit ich das sehe, zwei Infanteriedecks gegen einen Panzerdeck da oben haben. Klar haben die alle Panzer in den Decks, aber beim Panzerdeck hätte ich auch erwartet, dass trotzdem mehr Panzer kommen, ehrlich gesagt. Ja, die räumen da jetzt auf. So, der Waldkampf läuft immer noch. Eigentlich eine super Position, immer um wieder mit den Bombern reinzugehen, weil es einfach so ein Tunnel ist, wo man eigentlich alles erwischt mit Bombern. Sieht im Moment gut aus für die rote Seite, und er macht jetzt hier einen massiven Fehler, bringt jetzt seinen Marder ran. Wenn der jetzt platzt, werden die alle gestunt. Gestunt. Ja? Also den Kampf, den er vielleicht ohne Marder gewonnen hätte, hat er jetzt eventuell verloren dadurch. Bringt den dreckigen Transporter nicht in den Waldkampf. Die sind jetzt einfach gestunt. Das ist, okay, jetzt haben wir sich erholt, jetzt zieht er sich zurück. Aber der wäre jetzt faktisch tot gewesen, hätte er nicht den Marder, wäre er nicht explodiert. Die hätten ihn jetzt getötet, den Infanteristen. Also er hat jetzt da Marder-Punkte verloren und 40 Punkte dem Gegner geschenkt. Und der Marder selbst hat auch nochmal 40 Kosten. Das heißt, es war eine Differenz von 80 Punkten, die hätte er generieren können, hätte er den Marder nicht gesteuert da in dem Wald. Dass er eh Bomber nicht gesprochen hat. Ist halt die perfekte Ecke für sowas. Bam. Okay, die war daneben. So, der Kampf läuft weiter. Der T-55 hat jetzt hier den Kampf gegen den Leo, also der Herr Mohr hat es gleich hinter sich. Der arme Panzer. Ich denke trotzdem noch, also ich hatte da sogar zwei davon, dass das völlig überteuert ist. Also Mediums wären ja auch früher da gewesen, weil die hätte früher kaufen können, ne? Trotzdem würde er die Stadt eventuell zurückholen. Er hat ja jetzt einen Knubbel-Infanterist noch gekauft, hat die Panzerhoheit. Kann nur hoffen, dass jetzt nicht ein Cluster den ausschaltet. Also die T-55, die haben gar keinen Schnitt gegen die. Also gegen normale Jungs hätten die auch gar keinen Schnitt normalerweise. Und da kommt eine Rakete in die Seite. Fünf Schaden. Das ist nämlich ein Jäger mit einer Metis. Oh, er sieht es, glaube ich, nicht. Die hat nicht getroffen, auch wenn es so aussah. Oder war frontal, ich habe es gerade nicht gesehen. Oder T-55 ist aber mutig, es dahin zu bringen gegen die Leos. Mutig oder größenwahnsinnig, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich gehe mit größenwahnsinnig, glaube ich. Daneben. Nein! Finische den doch! Da fehlt der Killerinstinkt bei den Piloten. Die Fahrer nennt man das beim Panzer, oder? Ja, jetzt fehlt ihm halt die Infanterie so ein bisschen. Das ist auch zu wenig, was er da einfach hat. Was wahrscheinlich auch den super teuren Panzern geschuldet ist, ein Stück weit. Aber sie kommt langsam nach. Oh, der Lux könnte ein bisschen ambitioniert sein, nicht, dass er jetzt seine T-55 rammt. Ich meine, die Schilka steht da sehr aggressiv vorne, ne? Da müsste man immer an der Seite irgendwas durchbringen. Aber er wartet doch keine Schilka, weil der Hubschrauber halt nicht abgeknallt wird, vermute ich. Die sneakt jetzt nach vorne. Das wäre der falsche Augenblick, sich jetzt aufzudecken. Ja, jetzt hat er ihn entdeckt. Jetzt ist die Schilka eigentlich tot.
Aber das wird die Schlicker jetzt das Leben kosten. Oh, der Command wurde erwischt. Ne, jetzt hat er halt die Panzer, aber keine Infanterie ausreichend, ne? Immer den Infanterie gehabt, aber keine Panzer. Das kommt halt davon, wenn man halt immer nur so große Wellen kauft, wo die so episch teuer sind. Das führt einfach dazu, dass die eben, ne, so langsam erst reinkommen. Aber man muss einfach sagen, der Jasper, der hat ihn hier einfach abserviert damit. Einfach, weil er einfach mit den kleineren Panzern massiv besser spielen kann dann, ne, in diesem Bereich. Also wir haben halt jetzt hier einen super hardcore teuren Leo, der jetzt gar keine Schäden eigentlich an den Infanteristen in den Häusern macht, die ganze Zeit Raketen in die Seite geballert bekommt. Klassisches Szenario eigentlich. Jetzt kommt von links eine Mattis. Also der arme Leo hier vorne. Der ist halt hier von Raketen umzingelt. Links, rechts. Daneben. Das war ein Panzerschuss. Und er kann halt froh sein, wenn er pro Schuss an einem Haus ein Treffer landet und einen Infanteristen tötet. Und dafür lohnt sich es einfach nicht. Das ist einfach die falsche Kanone für die Aufgabe. Holla, der hat seinen Fuchs verloren. Das hat die Schilker doch nicht erwischt. Also rechts ist, glaube ich, vorbei. Links sieht auch nicht so gut aus. Und die Gegner haben plus 6 inzwischen. Also das blaue Team scheint das hier sehr hart wieder nach Hause zu holen. Das wird dann der zweite Sieg für die. Hubschrauber. Ist überhaupt eine Flugabwehr? Ein Gepard, mehrere. Da kommt der Bombenangriff. Ja gut, aber wofür ist er jetzt gut, muss man halt die Frage stellen. Also selbst wenn er jetzt hier Leute tötet, hat er nichts, um wirklich nachzuziehen. Ne? Und dann ist die Bombe genau zwischen den beiden Blobs runtergegangen. Und dafür hat er den Bomber verloren, die Schlicker. Von dem er übrigens wusste, dass sie da war, die Schlicker. Er hat sie ja eben mit dem Fuchs gesehen. Ne? Also das war jetzt ein sehr teurer Bombenangriff mit gar keinem Effekt und Verlust des Bombers. Das kann man sich natürlich nicht leisten bei so einem Spiel. Bam. Ja, die kommen da nicht rein. Da fehlt halt immer noch der Panzersupport. Der andere Leo ist allerdings repariert gleich. Der stoppt da gerade die Reparatur. Aber was soll der eine Leo machen? Also der ist halt nicht gut gegen Infanterie. Das ist halt einfach ein Fakt, ne? So, da ist jetzt endlich mal ein kleiner Panzer. Den fehlt übrigens komplett die Muni. Also beim blauen Team sieht man halt generell, dass die zu wenig Nachschub haben. Ne? Hier ist gar kein Nachschub, könnte man sagen. Hier vorne ist auch ein bisschen leer schon. Das ist einfach ein bisschen sehr klein, ein bisschen sehr wenig gewesen. Also ich habe halt, wie ich das eben halt im Discord richtig gehört habe, sind das halt eher Wargame-Spieler. Und beim Wargame ist es tatsächlich so, dass man mit weniger Nachschub, schöne Bombe, klarkommt, weil man halt im Prinzip nur die Reparatur anmacht und nicht die Munition in den Tank von den Leuten nachtankt, was man nicht braucht. Also ganz selten müsst ihr halt die Munition der Handfeuerwaffe über 100% halten, das macht oft keinen Sinn. Ne? Und von da kaufen die halt hier zu wenig Nachschub, eben geschuldet, weil sie eben Wargame-Spieler sind, denke ich. Hier ist ein schöner Panzerknubbel hier vorne, Knubbel Leos. Alles Getarnung hier vorne. Das Problem ist nur, dass die, obwohl es kleine Leos sind, das ist eigentlich eine schöne Sache, sind die aber hier, ne, in der Reichweite von den APGs. Die sind vielleicht ein bisschen weit vorne. Da sind ja Mattis alles hier vorne. Sie können alle gleich mit Raketen rausschießen. Ja, aber der macht jetzt hier einen Angriff. Siegpunkt mussten sie halt holen. Die haben es jetzt hier auf plus 3 runtergebracht, damit es kein K.O.-Sieg ist. Er hatte keine andere Wahl gehabt, die Großanzeige. Und da fliegen jetzt die anderen Raketen raus. Da sind halt überall Mattis dazwischen. Ne? Also die sind halt sehr stark, die Mattis. Der kombiniert das halt vorne, die Flammenwerfer in irgendeiner Form, ne? Oder Napalmwerfer in dem Falle. Und dazwischen immer wieder Mattis, damit sie bei Panzerangriffen noch rausschießen können. Also scheint eine ganz gute Kombo zu sein. Und da kommen jetzt die Mattis von der anderen Seite gleich rausgeschossen. Also der Interesse ist jetzt da, ne? Rausgucken, hat Sicht auf irgendeinen Leo, den zum Beispiel. Da gehen da jetzt 1000 Mattis-Raketen rein. Er fährt, glaube ich, nicht weit genug raus. Wenn er ein Stück weiter rausgehen würde, könnte er die Rakete auf den Leo abfeuern. Das macht er nicht, da bin ich gemicrot. Also das ist Mikrofehler. Schritt nach vorne, er sieht ja den Leo da hinten, weil er schießt. Mikro. Da kommen die Mattis-Raketen. Und weg der Leo. Ja, ich glaube, die wollen die Stadt wieder haben. Ist plus 3, ist jeden Moment vorbei. Knapp neben den Command gebombt. Ich persönlich würde ja komplett ohne Bomber spielen bei so einem Spiel auch. Aber wenn man es macht, wie gesagt, dann alle gemeinsam auf die gleiche Stadt bomben, bitte. Ja, plus 6, jeden Moment vorbei. Und damit hat das Jasper Com-Tom-Com-Team ihren zweiten K.O.-Sieg erlangt in Folge und gehen damit ins Finale. Ich gehe schon mal in Discord, ein bisschen lauschen, was die Jungs machen. Kommentarmäßig, gucken wir uns mal an.
Verlinkst. Ganz kurz, Alter, da war Infanterie klatscht da immer im Wald, ey. ihr seid noch live auf Aufnahme, wenn ihr über Spiel reden möchtet. Ja, ich stehe jetzt aufs Klo. Wir haben gerade angefangen. Anderes Team war deutlich besser. Also GG und Respekt, ja. Wie gesagt. War sehr schwierig, da in die Stadt reinzukommen. Ich wusste halt absolut nicht, weil die ganzen Shakers da die ganzen Flugzeuge vom Himmel gerotzt haben, hatte halt keinen Bock, da meine Punkte auf Flugzeuge zu wasten, damit ich halt da bomben kann. Aber nur mit Panzern und Feuersupport ist halt, keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich da in die Stadt kommen soll. Bei mir auf der Seite dachte ich erst halt, dass ich gegen Jasper da eigentlich sehr dominant war. Und dann hat er mich mit dem Angriff hintenrum ein bisschen kalt erwischt. Und ja, dann war halt Ende. Ja. Aber links in der Stadt, du hast mich schon mal kurz davor gehabt, die hatten immer noch zwei Mann, aber ich hab Logistik da direkt aufgefüllt und dann war wieder. Ja, also, ich hab die ganze Zeit gesehen, wie da Infanterie um Infanterie reingekarrt wird und ich denke mir so, Alter, wie soll ich da jemals reinkommen? Ja, jetzt 5 Meter weiterlaufen müssen, als ich im Start gehabt da war. Ja. Ja gut, ich hatte keine Recons dabei, das war glaube ich das Problem, weil ich halt gar nicht gesehen habe, wo deine Truppen stehen. Ja, aber ich dachte eigentlich dein Command, also du hast so ein Infanterie-Command da drin stehen, oder? Ja, statt hinten im Haus. Nicht in dem Wald, den du gebombt hast, sondern Scheiße. Ich hab das nämlich bei der Öffnung habe ich nur gesehen, wie das da reingefahren ist. Ich dachte, das wäre im Wald gewesen. Deswegen haben wir es bewegt. Ja, es ist immer laufend, weil man sieht ja, aus welcher Ecke das kommt. Immer. Genau. Aber wie gesagt, gut gespielt, also wirklich. Ja, war trotzdem schönes Spiel. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Ist auch sagen. Gut.